Wie man mit der Yamaha Chordträger-Apps einzelne Teile eines Songs an das Keyboard überträgt, das zeige ich euch jetzt in diesem Video. Ja, hallo und herzlich willkommen zu den Tipps und Tricks rund um die Musik mit Rigo. In unserem heutigen Video soll es darum gehen, wie man von der Yamaha Chordträger App an das Keyboard Teile eines Titels importiert. Wir wollen also eine MP3-Datei vom Chordträger erkennen lassen, die Akkorde erkennen lassen und dann die einzelnen Abschnitte des Titels, sprich Intro, Chorus und so weiter, an das Yamaha Keyboard senden und dort den Chordlooper mit den entsprechenden Teilen füttern, um daraus später mit dem internen Sequencer ein MIDI-File aufzunehmen. Also gehen wir mal aufs iPad und schauen auf den Chordträger. Ja, am iPad angekommen. Wir wählen unsere App Chordträger aus. Stellen die Verbindung mit unserem Genus her. Gehen in den User Songs. Wir nehmen als Beispiel jetzt nochmal den Titel von Kerstin Ott, wie wir sie schon im ersten Video gehabt haben. Und können jetzt sagen, wir schicken einzelne Teile dieses Songs, wenn er analysiert ist, an unser Keyboard. Dazu markieren wir hier diesen ersten farbigen Bereich. Und wenn wir hier gehen lassen, sagt er uns schon Send to Instrument. Und wir sagen Senden. Ja, wir empfangen jetzt die Daten, gehen auf unseren Chordlooper, drücken Memory und belegen den ersten Programmplatz. Jetzt können wir weitergehen. Wir markieren uns unseren nächsten Teil. Sagen wieder Send to Instrument. Wir senden, wir gehen auf den Chordlooper, drücken Memory, nehmen den zweiten Platz und schon haben wir den nächsten Teil abgespeichert. Und so können wir Stück für Stück für diesen Titel vorwärts gehen, zum Instrument senden, Memory drücken, den nächsten Platz drücken und so weiter und so fort. Wenn wir jetzt alles übertragen haben, können wir jetzt diesen Chordlooper-Eintrag speichern. Das möchten wir jetzt auch tun. Wir gehen auf Speichern. Ich wähle mir meinen Ordner mit dem Chordlooper aus, sage Speichern, mache einen neuen Eintrag. In diesem Fall Kerstin Ott. So, und jetzt können wir uns einen neuen Rhythmus aussuchen, den wir gerne dafür spielen wollen. Ich nehme jetzt wieder das Beispiel unseres Schlagerbooms und können jetzt anfangen, die einzelnen Teile zu registrieren. Wir suchen uns also für die rechte Hand einen entsprechenden Sound heraus. In diesem Fall ist es natürlich wieder dieser H-Sound und können damit jetzt schön eine Registrierung anlegen. Wir müssen natürlich vorher alles scharf stellen,
Wollen speichern. Den zweiten Teil wollen wir mit einem Saxophon spielen. Und den dritten Teil von mir aus spielen wir dann mit dem Saxophon weiter. So, haben wir also jetzt das Ganze registriert. Gehen auf unseren Chordlooper. Drücken wir die Registration 1. Wird der erste Teil scharf geschalten. Drücken wir die Registration 2, der zweite Teil. Und die 3, der dritte Teil. So, und dann können wir das Ganze natürlich dann auch spielen. So, und das Ganze können wir natürlich jetzt noch als MIDI-File aufnehmen. Gehen also in unser MIDI Quick Recording. Der MIDI-File Player und Recorder ist bereit. Wir können also jetzt anfangen mit unserem Spiel aufzunehmen. So, wir beenden unsere MIDI-Aufnahme, speichern unseren MIDI-Song neu ab. Save hier. Wegen dir. Und gespeichert ist er. Ja, das war also der zweite Teil meines Videos zum Chord Tracker, Chord Looper. Ja, wir können also somit unsere einzelnen Teile in den Chord Looper einladen, um daraus intern dann ein MIDI-File zu erzeugen. Das ist natürlich viel komfortabler als die Lösung im ersten Teil, wo wir ja extern in Cubase aufnehmen mussten. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich natürlich wieder über einen Daumen nach oben freuen. Gern dürft ihr natürlich meinen Kanal abonnieren, da würde ich mich freuen. Und ansonsten bleibt mir zu sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Rico. Ciao.